Willkommen zu diesem Spezialvideo. Heute erwarten euch ein paar Informationen über meinen kleinen Discord-Server und auch der Link zum Beitreten und noch ein paar andere Informationen. Zum Ende gibt es außerdem nochmal einen kleinen Zusammenschnitt, was so die Highlights bis jetzt aus diesem Projekt waren. Also los geht's. Ich mache den Kanal jetzt einfach mal nebenbei auf, das dürftet ihr eigentlich nicht sehen, aber ihr werdet es denn ja sehen, wenn ihr den beitretet. Wir haben einen Textkanal allgemein, da könnt ihr einfach irgendwas reinschreiben, ist nicht so wichtig. Ankündigungen ist hauptsächlich für mich, wenn mal wieder einen Monat lang kein Video kommt, kann ich das sagen zum Beispiel. Dann haben wir den Textkanal Repaints. Hier ist momentan das Repaint-Paket von Underground drin. Der hat nämlich relativ sicher mal gesagt, dass ich das benutzen kann. Das Repaint-Paket mit dem Haarzug von Draconia ist nicht drin. Da müsste ich ihn noch fragen, ob ich das benutzen kann, das wäre mir nämlich wichtig. Wenn er dieses Video sieht, kann er ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das benutzen kann. Ich gehe mal davon aus, ja, aber es wäre mir schon wichtig, vorher nachzufragen. Aber ich denke, es ist erstmal okay, wenn nur das drin ist. Dann haben wir den Textkanal Weltdownload. Da werde ich immer mal wieder was reinstellen, alle paar Monate oder so, mal wieder ein Weltdownload. Momentan ist die Version 1.0 drin. Und ja, die Version, die Welt ist schon ein bisschen zurück, also die ganzen Neuerungen mit den Mauern und so, die sind jetzt nicht dabei, aber ich denke, das ist okay. Dann haben wir Videofragen und Antworten, Videofragen und Vorschläge, wo ihr Vorschläge und Fragen senden könnt. Ich denke, das ist selbsterklärend. Und wir haben noch den Textkanal Bilder, wo ihr auch Bilder reinstellen könnt, wenn ihr möchtet, aber ich werde da vielleicht auch manchmal Bilder reinstellen. Genau, und zum Schluss haben wir auch noch zwei Sprachkanäle, die ihr nutzen könnt, wenn ihr wollt. Allgemein könnt ihr mir natürlich aber gerne in die YouTube-Kommentare oder natürlich jetzt auch auf den neuen Discord-Server Tipps schreiben, wie ich den Server noch verbessern kann. Er ist ja momentan noch nicht so vielseitig. Das nehme ich dann gerne an. Zum Schluss nochmal ein kleiner Teaser. Ich habe ein quasi neues Projekt angefangen. Also es ist alles auf dieser Welt. Ich werde diese Welt wahrscheinlich immer weiterbauen. Aber ich habe ja, was Neues angefangen. Ich will da jetzt noch nicht zu viel sagen, aber da gibt es auf jeden Fall in der nächsten Folge was von und das, ich finde, es ist sehr gut geworden. Als nächstes kommt auch schon der ca. 3-minütige Zusammenschnitt von den Highlights dieser Welt. Deshalb verabschiede ich mich auch schon hiermit und bis zum nächsten Mal.